Kundinnen und Kunden. Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Kundenabend auf der Kanalinsel mit unserem Partner Rolf Meier Reisen. Mein Name ist Dominik Meier. Ich bin als Regionalleiter bei Knechtreisen tätig und arbeite seit mehr als 12 Jahren bei Knechtreisen. Heute oben haben wir Walter Fink von Rolf Meier Reisen eingeladen, dem Spezialist für Reisen nach Irland, Nordirland, England, Wales, Malta, Zypern und natürlich Kanalinseln. Er nimmt uns heute mit auf eine virtuelle Reise auf Kanalinseln. Sie können gerne während der Präsentation über den Chat Fragen stellen, die werden von unseren Kollegen im Hintergrund beantwortet. Ich wünsche Ihnen nun ganz viel Freude auf den Kanalinseln. Meine geschätzten Damen und Herren, ich heiße Sie im Namen von Knechtreisen und Rolf Meier Reisen ganz herzlich zum heutigen Themenabend zu den Kanalinseln willkommen. Ich hoffe Ihnen in den nächsten Minuten einen gewissen Überblick über doch die speziellen und touristisch auf unseren Gefilden weitgehend unbekannten Kanalinseln zu geben. Eine spezielle Inselwelt und doch praktisch vor unserer Haustüre. Wir von Rolf Meier Reisen sind ein langjähriger Partner von Knechtreisen, wo wir zusammen Ihnen die Kanalinseln näher bringen können. Die Kanalinseln bestehen aus 5 Inseln, die wie grüne Tropfen in die Bucht der Normandie eingelegt sind. Damit man sich vom Grössenverhältnis ein bisschen vorstellen kann, diese 5 Inseln zusammen machen etwa die Fläche von einem Siebtel vom Kanton Aargau aus. Also alles ist klein, beschaulich und übersichtlich. Aber trotz der kleinen Größe ist die Inselwelt mannigfaltig, sehr vielfältig und bietet einen Haufen, den man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen würde. Wir haben die südlichste Insel, gleichzeitig auch die grösste Insel, die Insel Jersey mit dem Hauptort Saint-Hélier. Nördlich von Jersey haben wir die Insel Guernsey gelegen und östlich von Guernsey die kleinen Nebeninseln Sark-Hörm und nördlich Alderney. Die Inselwelt ist nicht nur von dem, was bietet speziell, sondern auch in anderer Hinsicht. So ist Jersey und Guernsey ein eigenes Bellwick, wie man das nennt. Man könnte das auch ein bisschen vergleichen mit einem Gouvernement. Sie sind eigenständig, was innenpolitisch anbelangt. Sie sind auch nicht Mitglied vom Vereinigten Königreich, sondern sie sind lediglich der britischen Krone oder, anders gesagt, der Queen Elizabeth unterstellt. Sie stellen ihr eigenes Geld her. So hat man auf Jersey ein Jersey-Pfund, auf Guernsey ein Guernsey-Pfund. Lustigerweise ist das aber koppelt natürlich als englische Pfund und den gleichen Wert, aber auf der Insel selber ist man stolz, mit dem Jersey oder mit dem Guernsey-Pfund zu zahlen. Wenn Sie eine Postkarte in die Schweiz schicken, dann haben Sie auch eine Briefmarke von Jersey, von Guernsey oder, wenn Sie auf Alderney sind, von Alderney, weil auch Alderney stellt noch eine eigene Briefmarke her. Sonst ist die Inselwelt sehr vielfältig. Jede Insel hat einen Haufen zum Bieten. Trotz der Nähe ist auch jede Insel wieder anders und speziell. Und das probieren wir Ihnen am heutigen Abend ein bisschen näher zu bringen. Wir würden doch anfangen mit einem kurzen Video, wo Sie einen Einblick haben in die Insel Guernsey. A new day dawns. This pretty capital awakes. Guernsey, the jewel of the British crown. A place where great memories are made. Days start with a splash. And noon arrives with a bang. Where people get lost in the moment. Then find themselves in the smallest of chapels. And car-free paradises. Adventure awaits across each of our 5 treasured islands. From falling in love on sun-kissed days to tasting paradise with endless waves.
Search Guernsey Memories and make great things happen today. Wir steigen miteinander ins Flugzeug und zwar direkt auf Jersey. Jeweils vom 14. Mai bis am 3. September führen wir jeden Samstag einen direkten Flug mit der lokalen altbewährten Fluggesellschaft Blue Island durch. Der Flug geht von Zürich nach Jersey und dann weiter von Guernsey und wieder heim. Ideal, um auch mehrere Inseln miteinander zu kombinieren. Nach knapp 2 Flugstunden landen wir auf Jersey. Jersey ist die grösste der 5 bewohnten Kanalinseln mit der Hauptstadt Saint-Hélier. Jersey, sage ich immer ein bisschen liebevoll, hat Grossstadtallüre, fühlt sich sehr kosmopolitisch, auch wenn es beim genauer Anschauen doch auch auf Jersey eher ländlich her und zugeht. Jersey zeichnet sich aus durch sehr schöne, langgezogene Sandstrände im Süden der Insel und raue Klippenlandschaften im Norden. Wir gehen zusammen auf den Fischmarkt in Saint-Hélier, und zwar ist der untergebracht die alten viktorianischen Markthallen. Nicht nur zum schauen, was Natur oder sprich das Meer hergibt, sondern auch rein die Architektur der alten viktorianischen Hallen ist ein Besuch wert. Aber dort findet man die reiche Fülle von Fisch und Meeresfrüchten und ist sehr amüsant, einfach mal ein paar Schritte durchzulaufen. Denn Jersey ist auch bekannt für all seine Burgen. Wir sehen hier den Ort Gorry, hinten dran mit dem Mount Argyle Castle, der rund 800 Jahre alt ist. Wunderschöne Regionen, wunderschöne Örtchen machen Jersey aus. Nebst dem hat es auf Jersey auch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel der Anbau der Herdöpfel, wo liebevoll Jersey Royals genannt wird, eine grosse und üppige Vegetation, wo Blumen und Pflanzen herbringt, wo man bei uns eigentlich nicht erwarten in Europa, aber dank dem milden Klima, verursacht durch den Golfstrom, der eine warme Meeresströmung an die Küste bringt, ermöglicht es generell üppige Vegetation herzubringen. Liebevoll würden auch Kanalinseln ein bisschen Dessin von Großbritannien genannt, weil es hat sehr konstantes, warmes, aber im Sommer doch nicht zu heißes Wetter. Wir verlassen Jersey, gehen nach Guernsey. Was man auch noch ein bisschen sagen kann, ähnlich wie bei uns, vielleicht Zürcher und Basler, ist es auf Jersey und in Guernsey auch ein bisschen die gut gemeinte Rivalität. Jede Insel meint, die andere sind ein bisschen die schöner. Wir reden gesamthaft von 5 Inseln. Man kann sehr gut sagen, jede Insel hat ihre Besonderheit, jede Insel hat ihre Schönheit und jede Insel ist trotz der Nähe zueinander sehr verschieden. Guernsey kann man generell als wilder, uriger und rauer ausdrücken. Aber was mir persönlich sehr gut gefällt in Guernsey, sind im Süden die grossartigen Klippenlandschaften, die wir hier gerade das Bild sehen, die sich sehr, sehr gut eignet zum Wanderungen unternehmen. Die Bucht, die wir hier sehen, ist auch bekannt. Und zwar hat die der französische Maler Renoir gemalt. Sehr schön auf Guernsey ist auch die Hauptstadt. St. Peter Port ist sehr pittoresk, vom Meer in Hügeln gebaut. Eine wunderschöne Altstadt mit einer grandiosen Fußgängerzone, wo man sich, wenn man die Nacht durchläuft, in dem schummrigen Licht wie 100 Jahre zurückversetzt fühlt. Die Insel Guernsey ist aber auch ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt zum Ausflug unternehmen auf die kleineren Nebeninseln. Lediglich 20 Minuten mit dem Boot von Guernsey entfernt liegt die Insel Hörm. Auf der Insel Hörm kann man immer sagen, man hat fast ein Karibik-Feeling. Eine sehr schöne, üppige Vegetation mit Hügeln, mit verschiedenen Pflanzen und vor allem kilometerlang gezogene Sandstrände, die auch bei guten Temperaturen zum Baden einladen. Dann haben wir Alderney. Das ist die nördlichste Insel. Gleichzeitig auch die Insel, die am nächsten zum französischen Festland liegt.
Bei gutem Wetter sieht man von Alderney über nach in Normandie. Alderney ist von meiner Seite aus die speziellste Insel. Es ist auch die, die am weitesten weggelegen ist. Von dem her sind die Leute auch schon wieder etwas anders. Etwas reservierter, wie zum Beispiel auf Jersey oder Guernsey. Alderney hat aber eine sehr schöne Flora und Fauna, unter anderem eine endemische Igelart. Oder auch als einzige von der Kanalinsel hat Alderney einen Zug gehabt. Der ist heute als historischer Zug unterwegs und die Fahrt dauert lediglich 5 Minuten bis 10 Minuten, je nach Strecke, wo man mitfahren will. Zu guter Letzt widmen wir uns natürlich auch noch der Insel Sark. Sark ist von meiner Sicht aus eine der faszinierendsten Inseln der Kanalinseln. Auf einem Hochplateau gelegen ist die lediglich 5 Quadratkilometer grosse Insel sehr vielfältig. Es ist auch immer noch ein Seigneur, der über die Insel herrscht, wenn man so sagen kann. Es hat lediglich 200 Einwohner, die sich gut kennen und zusammenheben. Und dadurch, die Strassen keine Beleuchtung haben, nicht asphaltiert sind und vor allem keine motorisierten Fahrzeuge dürfen fahren, hat man zu Nacht ein Sternenbild, wenn man es sich in Europa sonst wahrscheinlich nie sehen kann. Für wer sind die Kanalinseln geeignet? Was kann man alles machen auf den Kanalinseln? Da möchte ich in den nächsten paar Minuten ein paar Worte dazu verlieren. Kanalinseln sind sehr, sehr gut geeignet für Leute, die auch gerne zu Fuß unterwegs sind. Es hat sehr gut ausgebaute Wanderwege, Klippenwanderwege oder auch Wanderwege, die über das Inselinnere führen. Und das auf jeder von diesen 5 Kanalinseln. Die Wanderwege sind gut beschildert, sind gut unterhalten, sodass man sehr gut auch individuell nach Lust und Laune einen Spaziergang oder eine Wanderung kann unternehmen kann. Auf allen Inseln gibt es verkehrsberuhigte Strassen. Das heisst, auf die Guernsey nennen sich die Les Routes Tranquilles aus dem Französischen und auf Jersey nennen sich die Green Lanes. Auf diesen Weg kommen die Velofahrer auf ihre Kosten. Man kann gemütlich übers Land fahren oder der Küste an und so gemütlich die Insel auf einen anderen Weg entdecken, anstatt mit einem Auto. Selbstverständlich kann man Velo vor Ort mieten. Für die, die es gerne noch gemütlicher haben, stehen natürlich auch E-Bikes zur Verfügung. Wenn man an Kanalinseln denkt, denkt man vielleicht falscherweise auch an Großbritannien und denkt an ein Essen, das vielleicht einem nicht gleich munden wie bei uns. Dort tut man aber den Inseln sehr, sehr unrecht. Ich sage immer, die Kanalinsel hat es geschickt gemacht. Sie haben von den Briten Tradition übernommen und das Essen von den Franzosen. So findet man heute auf der Kanalinsel eine hochstehende und eine vielfältige Küche. Hochstehend und vielfältig auch, weil ein Meer einen Haufen schöne Fische zur Verfügung stellt, wie auch Krustentiere und ein Land mit einer grossen Rinderzucht, mit einer sehr grossen Auswahl an lokalen Produkten aus dem Gemüse- und Obstanbau, das Übrige. Was man auch darf noch erwähnen in diesem Zusammenhang ist, dass auf der Kanalinsel eine sogenannte Mehrwertsteuerbefreiung gilt. Und durch das zahlt man auf Importsachen auch keine Mehrwertsteuer oder für lokale Produkte. Und durch das ist auch der Wein oder alkoholische Getränke im Vergleich zum europäischen Festland verhältnismäßig günstig. Wie kann man die Kanalinsel bereisen? Die Kanalinsel kann man sehr gut individuell bereisen. Es ist sehr sicher zum Reisen. Die Distanzen sind nicht weit. Man kann aber selbstverständlich sich auch einer Gruppenreise anschliessen, wo man zum Beispiel eine Gruppenreise in einer Wanderung machen kann oder eine Gruppenreise zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten. Für all die Leute, die sich auch geistig betätigen möchten, bietet sich aber auch ein Sprachaufenthalt auf Jersey an. Dort gibt es eine kleine, privat geführte Schule, die ein ganzes Jahr durch Sprachaufenthalt anbietet. Eine ideale Möglichkeit, zum Beispiel am Morgen einen Sprachunterricht zu besuchen, die Englischkenntnis aufzufrischen und am Nachmittag Ausflüge unternehmen. Etwas sehr Beliebtes auf den Kanalinseln ist das sogenannte Inselhüpfen. Unter einem Inselhüpfen verstehen wir, dass man eine
oder zwei Inseln miteinander kombinieren. Sehr gut fängt man mit Jersey an, geht dann mit dem Boot oder mit dem Flieger über nach Guernsey. Und von dort aus kann man als Tagesausflug oder auch als weitere Übernachtungsstationen die kleinen Nebeninseln wie Sark, Hörm und Alderney mit Flug oder mit dem Boot erreichen. Man darf stolz sein, dass man auch sagen kann, dass Kanalinseln generell eine sehr hochstehende und gute Hotel- und Unterkunftsinfrastruktur hat. In unserem Programm haben wir einen Haufen verschiedene Möglichkeiten, sei es ein Gästehaus, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, bis hin zu den hochstehenden Häusern vor Ort. Ich tue da nur schnell ein bisschen die Rosinen rauspicken, damit man eine Vorstellung hat. Als Beispiel das bekannteste Hotel, das zu der Relais Château gehört, ist Longueville Manor. Ist gleichzeitig eines der ältesten Hotels. Sie sind stolz darauf, dass sie das erste Hotel waren, wo in den Zimmern ihren Gästen fließend Wasser anbieten konnten. Denn in der Geschichte war es auch während der deutschen Besetzung im Prinzip der Stützpunkt von der deutschen Armee oder von der deutschen Heeresleitung und ist jetzt schon seit bald 50 Jahren wieder im Besitz von der gleichen Familie. Dann gibt es aber auch die kleineren, herzigen Sachen. Ein persönlicher Geheimtipp von meiner Seite ist das Panorama-Gästehaus. Ein kleines Gästehaus, erhöht über dem pittoresken Ort St. Oben, wo man eine wunderschöne Aussicht aufs Meer geniesst. Die beiden Personen, die das führen, das Ehepaar, die führen das seit mehreren Jahren sehr liebevoll. Wenn man dort auch hat, einen wunderschönen Garten. Und jeden Nachmittag tut die Dame des Hauses ihren frischbackenen Apple Pie zusammen mit einem Tee den Gästen kostenlos servieren. Auf Guernsey empfehle ich immer sehr gerne das Hotel Cherbourg. Das ist an einer grandiosen Aussichtslage über dem Meer gelegen, über den Klippen, wo man auch sehr gut als Ausgangsstation für eine Wanderung der Klippen nehmen kann. Dann auf Sark das Hotel La Sablonnerie. Das La Sablonnerie ist ein altes Gutshaus, das von der Besitzerfamilie seit mehreren Generationen auch als Hotel geführt wird. Lediglich 18 Zimmer finden sich dort und Elisabeth, Besitzerin vom Haus, kümmert sich individuell und liebevoll um jeden einzelnen Gast. Man fühlt sich in diesem Haus sehr typisch, aber auch sehr gut aufgehoben. Selbstverständlich hat es einen Haufen andere Möglichkeiten auf der Kanalinsel zu logieren. Das ist einfach ein kleiner Eindruck, den man sich vorstellen muss. Und wir gehen langsam Richtung Abschluss. Dort noch eine kleine, witzige Episode, wie man sich die Kanalinsel Jersey auch anders vorstellen kann. Das wäre es von unserer Seite gewesen. Selbstverständlich haben Sie noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen im Anschluss im Chat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir Sie mit diesen paar Bildern, mit diesen kurzen Informationen ein bisschen können inspirieren können für eine andere Welt, die man in Europa vielleicht noch nicht kennt. Vielen Dank, Walter Fink, für die spannenden Ausführungen. Wenn Sie, liebe Kundinnen und Kunden, noch mehr Details benötigen oder Sie eine konkrete Beratung wünschen, können Sie sich gerne an unsere Reisespezialisten in der Knecht-Filiale wenden.